The 20th of April 1935 was Adolf Hitler's 46th birthday, and all Germany was expected to celebrate. At Lichtenberg, the prisoners were each ordered to produce something lovely to commemorate the great day. Hans Litten's choice was lovely. All around them, there are the guards. You have to imagine SS men in black and, of course, with guns. The prisoners are supposed to present something. What did Litten decide to do? He decided to read a poem called Thoughts Are Free, Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erahnen? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand mir wehren. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in düsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Mauern und Schranken in zwei. Die Gedanken sind frei. Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allem. Sie tut mir allein am besten gefallen. Ich bin nicht alleine bei meinem Glas Weine. Mein Mädchen dabei, die Gedanken sind frei.